Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Jetzt nach dem Patch, mir ist schweinekalt. Es ist auch saukalt, es schneit immer noch, wir haben immer noch kein Dach richtig auf der Bude hier drauf. Und da kommen gerade die Eingeborenen, das finde ich jetzt nicht cool. Kann ich hier noch schnell pennen? Ich glaube, wir konnten nicht schlafen, ne? Nein, wir können nicht schlafen. Weil die Eingeborenen irgendwo hier rumtingeln. Und das ist halt ziemlich blöde gerade. Wie spät haben wir denn? Wir haben gerade mal 20 vor 8 abends, ne? Es ist stockdustere Nacht. Ja, es gab mittlerweile einen Patch. Ich weiß allerdings ehrlich nicht, was wirklich genau gepatcht wurde. Also ich habe nicht in die Patchnotes reingeschaut. Ich kann da gar nichts zu sagen. Irgendjemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass angeblich das Inventar gepatcht worden wäre. Dass das jetzt größer, dass man jetzt mehr sehen würde. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe die Mod immer noch drauf. Dazu müsste ich erst die Mod deinstallieren oder mal runterschmeißen. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust gerade für. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal gerade so, wie es ist. Ich hoffe einfach, da vorne ist Virginia. Boah, mir ist so richtig schweinekalt hier. Ich nehme mir mal hier einen Fisch. Und wir machen uns mal hier das Feuer nochmal an. So, und dann... Was? Wieso? Hä? Ach, wir haben... Da müssen neue Stöcke rein, oder was? So. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt geht das Inventar nicht mehr zu. Das hatten wir doch schon mal. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das Inventar geht nicht zu. Wenn das Feuer ist ausgegangen oder kaputt gegangen, während ich im Inventar war, jetzt kann ich das nicht mehr schließen. Jo. Mach mal. Ich lasse das jetzt mal drin, damit ihr auch mal seht, mit was für Problemen man hier so als Let's Player zu kämpfen hat. So, ich lade wieder meinen Spielstand. Das ist ja blöd. Ich dachte, es wäre gepatcht. Ich dachte, es wäre gepatcht worden. Na, scheinbar haben sie es kaputt gepatcht. Kann ja auch sein. So, heute, wir haben gerade Sonntag, neue Aufnahmesession. Heute kommt übrigens eine kleine Sonderfolge raus. Also für mich heute, für euch wahrscheinlich vorgestern oder so oder letzten Sonntag. Oh, shit. Ja, ich weiß, das war jetzt ziemlich blöd, das da. Geht das auch aus? So. Wir versuchen mal, ob wir jetzt schlafen können. Vielleicht geht's ja jetzt. Oh, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. So, lasst uns das Feuer neu entfachen. So, und dann machen wir direkt so. Okay. Denn wir brauchen dringendst was zu essen. Da hinten läuft auch Kelvin durch die Gegend. Da irgendwo. Gut. Ja. Nee. So. Wir warten auf den Fisch. Zum Frühstück gibt's Forelle Blau. Ganz genau. Eine leckere Forelle. Mit wackelndem Kopf. So, da haben wir noch ein Stück Fleisch. Das hauen wir uns auch schnell rein. So. Kelvin, alte Socke. Kelvin, ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Geh Eis fischen. Hol Fisch und mir geben.
Kelvin, der alte Angler, geht jetzt eine Runde angeln und gibt mir die Fische. Was ist denn das da? Achso, das ist der Stock, den wir mal irgendwann... Oh! Ja, cool. Dankeschön. Danke. Warte. Sie will, dass wir mitkommen, aber ich müsste was trinken. Wo sollen wir denn hin? Wie kann die überhaupt barfuß hier über den Teich laufen? Das Coole ist natürlich, Kelvin dackelt uns jetzt mit der Forelle hinterher. Wir latschen hier in den Wald. Und Kelvin latscht hinterher. Hier, dein Fisch. Hier ist deine Forelle. Hier, dein Karpfen. Geil. So, warte mal, ich nehme mal gerade die Axt raus. Dann können wir nämlich noch hier so ein paar Blätter. Wo ist jetzt Virginia? Da vorne. Da unten. So. Okay. Also sie will uns mal wieder irgendwas zeigen. Da vorne zeigt sie hin. Okay, da lass mal schauen. Da unten ist irgendeine Lichtung oder so. Waren wir hier nicht schon mal? Oh. Das ist jetzt nicht gut, Virginia. Was du mir hier gezeigt hast. Das ist jetzt gar nicht gut. Muss ich ja mal ehrlich so sagen. Ist direkt hier zu den Ureinwohnern irgendwie geschickt. Kelvin kommt mit dem Fisch. Das ist der Hammer. Der ist jetzt da oben hingelaufen. Ich glaube, der umläuft uns, ne? Ist da hinten rum. Da ist auch einer. Der umläuft uns tatsächlich. Der kommt jetzt von hier. Ach so, das sind die Lederbeutel. Da hat auch einer mal in die Kommentare geschrieben, vielen Dank für den Hinweis. Man kann wohl diese Lederbeutel öffnen. Das werden wir gleich mal irgendwann, wenn wir zu Hause sind, wieder machen. Da werden wir mal uns anschauen, was da so drin steckt in diesen Lederbeuteln. Ich dachte immer, das wären einfach nur irgendwie so Taschen und man hätte halt Leder. Aber nicht, dass man die Beutel auch öffnen kann. Damit habe ich halt irgendwie nicht gerechnet. Wir gehen mal hier runter. Hier ist alles zugefroren. Hier gibt es jetzt aber auch nichts, ne? Ich glaube, wir müssen wieder raus. Virginia hat wieder irgendein Problem. Pfeile. Und uns ist schweinekalt und wir haben auch Durst, also wir müssen schnell mal zurück. Na komm. Ja, kratz dich mal im Kopf. Lass mal nach Hause laufen. Ich muss was trinken, ich muss was essen. Kelvin muss angeln. Ich muss mich aufwärmen. Das hier ist nicht so wirklich...
zweckdienlich gerade. Also nichts wie nach Hause. Kann ich mir noch Pfeile machen? Habe ich noch Federn? Nein, hab noch nicht mal mehr Federn. Dann lass mal einen Speer rausnehmen. Also, wir nehmen uns den Speer. Ich hoffe, wir sehen irgendwo einen Vogel oder so. Wir sollten uns auch unbedingt so ein Vogelhaus bauen. Also, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich das machen will und irgendwie haben wir es immer wieder verdrängt und dann habe ich wieder nicht dran gedacht und was weiß ich. Aber wir brauchen unbedingt so ein Vogelhaus. So. Zu essen haben wir genug im Moment, das ist okay. Da können wir uns nicht beschweren. Dann gehen wir mal schnell hier in den Fluss. Trinken mal was. Hallo? Ich wollte gerne noch was trinken. Warum kann man manchmal nicht trinken? So, jetzt ging's. So. Okay. Ich glaube, wir könnten ja sagen, wir machen uns hier dran ein Vogelhaus. Hier außen. Pass auf, wir machen mal. Ist blöd. Was ist denn jetzt schon wieder? Komme ich nicht mehr ins Inventar rein. Ich komme nicht ins Inventar. Weder in den Rucksack noch ins Inventar. Der hält auch den Speer so komisch, als könnte ich den werfen. Irgendwas ist hier falsch gelaufen beim Trinken. Glaube ich. Jetzt hat er den Speer wieder normal in der Hand. Jetzt geht auch das Inventar wieder auf. Oh Mann. Spiel kaputt gepatcht, hä? Habe ich so den Eindruck. So, geht jetzt das Baumenü auf? Ja, jetzt geht das Baumenü wieder auf. Baumplattform, Baumunterschlupf. Ich hätte gern so ein Vogelhäuschen. Wo ist denn sowas? Ist das hier auf der Seite? Da ist ein Vogelhaus. So, und dann machen wir uns hier direkt noch eins hin. Okay. Dann brauchen wir Stöcke. Da müssten eigentlich hier noch welche rumfliegen. Ne, hier nicht mehr. Na, dann holen wir uns Stöcke. Wo ist eigentlich schon wieder Kelvin? Der alte Haudegen. So. Wenigstens geht das schnell hier mit dem Stöcke sammeln, ne? Das ist ja ruckzuck erledigt. Hast einen Fisch dabei? Hol Fisch und mir geben. Ich glaube, er hat seinen Auftrag vergessen. Jo, macht er. Kelvin ist ein guter. Huch, leider daneben gelaufen. So.
Sehr gut. Oh, Federn. Guck mal, so schnell geht das. Hier ist auch schon eine. Ja, sehr nice. Haben wir noch ein paar Stöckchen da? Ja. Zwei Stöckchen. Zwei Federn. Vier Steine. Machen wir uns erstmal neue Pfeile, denn die werden wir brauchen. So, das sind dann jetzt 12 Stück. So, wo bleibt Kelvin mit der Forelle? Da kommt er angewatschelt. Hat einen dicken Fisch unterm Arm. Oh ja klar, schmeißt er ihn da auf den Boden. Fängt er die hier am Eis oder was? Ja, du musst weiter angeln, Kelvin. Du musst weiter angeln. Hol Fisch und fallen lassen. Genau. So, Kelvin soll angeln und soll die Fische einfach hier hinschmeißen. Wir haben hier 1, 2, 3 Stammlager. Da haben wir Knochenlager. Ich würde vielleicht mal sagen, wir bauen uns hier auch Versorgung. Wo gibt's denn die Stocklager? Stammlager, Knochenlager, Stocklager. Wie rum wird denn das befüllt? So rum oder so rum? Ich glaube, es wird so rum befüllt, ne? Machen wir direkt mal 4 Stück von. Wir hängen hier schön die Lachse auf. So, perfekt. Und schon geht das hier bergauf. Was ist mit dem passiert? Ist er vergammelt? Right Fish. Okay, der sah so ein bisschen, der zappelt immer noch, obwohl der schon getrocknet ist. Hat wohl einen hohen Überlebensinstinkt, dieser Fisch. So. Ich weiß nicht, ob die Sachen auf dem Trockengestell irgendwann schlecht werden. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ach, er fängt dann einfach ein paar Fische. Na gut, wir haben ja im Moment erstmal, obwohl wir könnten da oben noch ein paar. Pass auf, hol noch mehr Fische. Hol Fisch und fallen lassen. So, sehr gut. Irgendjemand hat mir in die Kommentare geschrieben, dass man angeblich jetzt eine ordentliche Palisadentür bauen könnte, die man auch verschließen kann. Das wäre wohl reingepatcht worden. Das sind Sachen, die müssen wir dann erstmal ausprobieren bei Gelegenheit. Also das werden wir jetzt hier nicht in der einen Folge schaffen. Da müssen wir dann bei Gelegenheit mal gucken. Ja,
Also ich würde auf jeden Fall jetzt gerne noch so ein bisschen hier die Base weiter ausbauen. Um noch so ein bisschen mehr Grundversorgung halt eben zu haben. Und dann würde ich auch ganz gerne mal irgendwie, wenn der Winter vorbei ist, der kann nicht mehr so lange dauern. Wenn der Winter vorbei ist, dann würde ich dann auch ganz gerne mal irgendwie losziehen. Ein bisschen über die Insel latschen und mir ein paar Sachen einfach mal angucken. Okay, wir sind voll. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Winter noch besonders lange dauern wird. So, hängen wir hier noch einen Fisch dran. So. Guck mal da, wie schön. Schönen Lachs hier, so einen guten. Ich weiß nicht, ob ich so einen Screenshot machen kann, ich glaube nicht. Wieso brennt der Zaun? Weil ein Karnickel reingesprungen ist. In die Benzinfalle hier. Sehr gut. Das ist direkt gegrillt. Sehr schön. So. Den Fisch noch mitnehmen. Und dann Kelvin, hol Stöcke und nee. Folge mir. Ich glaube, wir müssen mit ihm zum Behälter gehen. Das wurde auch schon in die Kommentare geschrieben. Hier, du kannst Kelvin sagen, er soll die Behälter füllen. Das weiß ich. Da bin ich auch schon drauf gekommen. Ey, wo rennt er denn jetzt hin? Du sollst mir folgen. So. Hol Stöcke und... Folge mir. Warum kommt er denn nicht mit bis zum Behälter? Ach. Weil er noch nicht fertig gebaut ist. Deswegen. Hol Stöcke und Behälter füllen. So. So, ich gehe mir auch noch mal gerade ein paar Stöckchen besorgen hier. Und dann machen wir den einen Behälter da noch fertig. Dann kann Kelvin den voll machen. Da freut er sich. Hier liegen überall Stöcke rum. Man sieht sie nur so schlecht manchmal. Hier ist auch so ein kleiner Bach. Ich weiß nicht, ob hier auch Fische drin wären. Könnte gut sein, ne? So, da ist Kelvin. Stockmaster Kelvin. So. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Schauen wir mal, das müsste sich da jetzt dann füllen. Wir können uns hier nochmal ein paar Federn holen. Dann machen wir uns noch ein paar Pfeile. Das wären dann 16. Toll, okay. Mehr als 16 Pfeile geht gerade nicht. Da haben wir noch einen Fisch im Inventar. Den packen wir hier dran.
Ach, der hat er jetzt da hingeschmissen. Naja, gut, egal. Macht nix. So. Dann haben wir drei Trockengestelle. Die sind fast komplett voll. Wir haben zwei Baumhäuser. Das ist doch sehr schön. Ja, es wurde auch viel geschrieben in die Kommentare in Bezug hier auf meine Bude. Ja, das kann man alles ein bisschen anders bauen. Das da oben werde ich jetzt mal rausbauen gerade. Ich versuche da mal irgendwie... Okay, das war jetzt so nicht geplant. Warte mal, wir schmeißen den mal gerade dahin. Ich wollte eigentlich hier die rausmachen. Und den rausmachen. So. Jetzt müssen wir mal gerade kurz gucken. Wir können hier sagen. Was? Bogen. Oh, das war knapp. Mal. Ich komme hier nicht rein. So wohl nicht. Gib meine Pfeile wieder her. Na komm mit, Kollege. So. Ey. Wir haben im Moment so viel Knochen. Ich schmeiß die einfach mal hier in die Ecke. Hier ist noch das Lagerfeuer, das alte. Aber, Da habe ich jetzt gerade keine Zeit für, um die jetzt noch zu verheizen. Sollen sie hier vergammeln? Die werden ja tiefgefroren, die halten sich ja. Die sind ja lange haltbar. Hier, die Eingeborenen. Oder die Kannibalen. Ich weiß es gar nicht, wer hier was ist. Ne? Es gibt die haben Klamotten an. Die haben ja auch irgendwie richtige Schuhe an oder so. Dann gibt es die, die sind pechschwarz. Das sind, glaube ich, die richtigen Kannibalen oder so. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Und es gibt noch irgendwie ein paar andere. So einen da zum Beispiel. Warte mal, Kelvin ist gerade vor dem weggerannt. Es gibt noch hier die mit der Maske. Warum hast du eine Maske auf? So. Warum hat er den hier reingeschleudert? Das weiß man jetzt nicht so genau, ne? Wir wollten da hier auch noch eine Falle bauen, ne? Fehlten da zwei große Steine, fehlen da. Okay. Na, die bauen wir mal irgendwann fertig, die Falle. So, man kommt hier irgendwie zu nichts, ne? Wir werden ständig angegriffen, wir kommen irgendwie zu gar... Oh, scheiße. Man kommt irgendwie zu nichts. Die ist doch auch schon wieder ausgelöst hier. Ich kann nur hoffen, dass bald dieser Winter hier vorbei ist. So, ursprünglich waren wir hier oben dran, wollten hier was bauen. So, und ich wollte eigentlich... Nein. Genau, den habe ich gesucht. Warte, nein. Falsch. Auch diesen
Den da. So, jetzt nehmen wir uns mal den Balken. So, wenn wir den da reinlegen, der müsste doch jetzt genau da reinpassen, ne? Naja, fast, ne? Auf jeden Fall sieht er besser aus als vorher. So. Und dann nehmen wir uns noch so einen Balken. Schmeißen den mal gerade hier hin. Das war jetzt ein Dreiviertel. Dann nehmen wir uns mal so einen halben. Ist nicht genau da reingepasst. Okay. Das hat nicht ganz funktioniert. Schwierig, schwierig, schwierig. Kann ich denn die hier... Die kann ich immer noch nicht rausnehmen. Hatte aber auch jemand reingeschrieben in die Kommentare, ich soll mal probieren, ob ich hier so eine Stütze setzen kann. Ich glaube, es taut. Es klingt, als wäre das, wäre es am Tauen. Nimm mal hier die eine, die ein bisschen länger ist. So, genau. Kann ich jetzt die wegnehmen? Ja. Okay, dann hat das mit den Stützen zu tun. So, das heißt, wir nehmen uns noch so einen. Und bauen den mal hier drunter. Und dann können wir nämlich die wegnehmen. Nehmen wir uns mal den da und bauen den. Ja, eigentlich müssten wir den wegnehmen können. Ne? Oder auch nicht. So, aber jetzt. Nein, kann ich immer noch nicht wegnehmen. Das gibt's doch nicht. Den kann ich wegnehmen. Warum kann ich denn hier die Stütze nicht wegnehmen? Also, keine Ahnung, aber dieses Bausystem ist irgendwie frustrierend und super geil in einem. Das ist irgendwie merkwürdig, keine Ahnung. Das muss mir mal einer erklären, wieso das so ist. So, pass auf, wir probieren mal noch was aus. Wir schmeißen den mal nochmal hin und hacken den mal auf 3/4. Ach so. Dann steht der da auch über. Mal so einen ganzen gerade nehmen und den hier dran lehnen, dann müssten wir doch besser da hochkommen, ne? So. Will mal noch was testen. Na, geh mal da hoch. Wieso kann ich die nicht rausnehmen? Thank you.
So. Kann ich aber den dann nicht wegnehmen? Das gibt's doch nicht. Ach, weil da oben noch eine Stütze hängt. So. Jetzt kann ich den wegnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt den richtigen Stamm da wieder zu finden, ist das der hier gewesen? Der ist jetzt was kürzer. So, jetzt nehme ich mir einen halben Stamm. Na, da war doch gerade die Scheißlinie. Wo ist sie denn jetzt hin? So, jetzt nehme ich mir einen halben Stamm. Legt er den so? Das ist falsch. Das kann nicht funktionieren bei 45 Grad. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Leute. Also das ist so frustrierend, dass man hier die Stämme teilweise nicht rausnehmen kann, obwohl es eigentlich gehen müsste. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Der ist jetzt hier zu kurz. Anders ist er aber zu lang, wenn du ihn so da reinpackst. Und drankommen tut man auch nicht. Eigentlich ist das Bausystem super geil, aber es ist auch super frustrierend, weil es irgendwie nie so funktioniert, wie man es gerade vorhat. Ich meine, gerades Dach bauen ist ja kein Problem, aber warum? Also ich meine, es gibt da so viele Möglichkeiten, hier schräg zu bauen. Ich konnte doch eben da den Balken drauflegen. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Vermutlich, weil der drunter zu kurz ist, ne? Wir kommen halt einfach nicht vom Fleck. Ich bin die ganze Zeit dran und versuche nur dieses blöde Dach zu bauen. Und es funktioniert nicht. Das ist echt frustrierend mittlerweile. Keine Ahnung. Na gut. Schauen wir mal. Wir schauen mal, vielleicht ist der Winter in der nächsten Folge weg. Dann würde ich erstmal auf Tour gehen. Ich bin, ehrlich gesagt, kurz davor, dieses ganze Dach einfach wegzureißen. Dann mache ich einfach ein Flachdach. Ich mache einfach ein Bungalow. Das wird mir nämlich langsam zu blöd, weil irgendwie nie irgendwie sowas funktioniert, wie ich es gerade vorhabe. Ich habe mir ein Tutorial angeschaut, ja, um das mal kurz klarzustellen. Ich habe mir ein Tutorial angeschaut, wie man diese Schräge zumacht. Der ist hingegangen, hat hier verkürzte Balken draufgelegt, hat dann den schrägen Balken drauf gemacht und dann war das Ding hundertprozentig zu. Warum das jetzt bei mir so nicht funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich auch was geändert mit dem Patch. Keine Ahnung. Na gut. So, Virginia bringt noch einen Karnickel, ich hau mich ins Bett und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann. Tschüss.